Hallöchen und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zurück zu meiner FIFA 17 Trainerkarriere mit dem FC Bayern München gegen Darmstadt. Gibt natürlich nochmal hier gescoutete Spieler. Wurden abgeworben. Ja, egal. Die werben komischerweise eh immer nur die schlechten Spieler ab, die keiner haben will. So, wir spielen gegen Darmstadt in der Bundesliga. Alles gewonnen, 20 Spiele und danach geht's gegen Tottenham. Also, wir müssen hier auf jeden Fall ein wenig rotieren. Na, Rafinha kann ich was fragen. Okay. Also Leroy Sané macht Druck. Möchte gerne spielen. Rafinha auch. Den solchen Wünschen sollte man hier in FIFA immer nachkommen, damit die Spieler glücklich und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage sind. So, deswegen werde ich Kimmich für Rafinha. Bernat ersetzt Alaba. Und dann habe ich Draxler, den brauche ich topfit. Es kommt hier Odegaard. Griezmann kommt für Müller. So, Sané für Robben. Martinez kommt für Tah. Und dann können wir nochmal... de Franck Ribéry kann ich mal wieder mitnehmen. Quatsch. Na, das war's. Thiago ja immer noch verletzt, was sehr, sehr schade ist. So werde ich spielen. Legende 6 Minuten bewirkt. Ab ins Stadion. Tata! So, and welcome. Darmstadt empfängt die Bayern am 21. Spieltag der Bundesliga. Kommentar von Frank Buschmann und Manni Breukmann. Das ist lange her. So, hier nochmal eine echte Aufgabe. 13 erzielte Tore, schlechteste in der Bundesliga gegen 14 Gegentore. Für wen ist das die Aufgabe? Natürlich für Darmstadt, hier nicht unterzugehen. Aber ich weiß ja, dass ich gegen schwache Mannschaften so meine Sorgen und Problemchen habe. Ah. So, Rafinha, Martinez, ich würde gerne sagen ersatzgeschwächt, aber die Mannschaft ist ja immer noch top. Und da ist es schon, Antoine Griezmann, 1-0 in der 4. Minute, 1-0 für die Bayern. Ja, da ist es schon passiert, direkt mal klar gemacht, wer hier der Babbo ist. Odegaard ganz stark und zack, rübergeschnipst. Und ja, Griezmann, so wie er es soll. So wie er es soll. In echter Torjägermanier. Also 1-0. Ja, ist die Frage, wie wird Darmstadt hier reagieren? Die waren ja im Viertelfinale des Pokals. Also eigentlich... Natürlich weiß ich nicht, was die für Gegner hatten. Den wollte ich eigentlich nur ablegen. Und da wurde dann diese Eigendynamik draus. Loch, Lücke. Loch und Löcher. Okay. Darmstadt, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Na gut, so weit zurück. Dann muss er, ja. Neuer. Ja, den kriegt er nicht. Gibt aber Einwurf für die Bayern, weil da die Darmstadt-Grätsche scheinbar entscheidend am Ball dran war. So, Ronaldo. Okay, jetzt gerade läuft es nicht hier nach vorne. Muss er Sanchez wieder gegenhauen.
und Ronaldo diesen Zweikampf verlieren. Also, Darmstädter Antifußball siegt gerade. Die ziehen mich hier so weit auf ihr Niveau runter, dass gleich das 1-1 fällt. Ja, den hätte ich unter normalen Umständen nie gespielt, glaube ich. Oh, oh, oh. Oh, ganz stark. Wow. Riesenchance, die sie hier aber vergeben haben, die Darmstädter. Ich sag ja, die ziehen mich so weit runter und haben dann auf einmal, sind dann auf einmal alleine vom Tor. Ronaldo. Also bisher gab es eine klasse Aktion von Odegaard und Antoine Griezmann. Ansonsten dieses Spiel recht anti. Spannend. Ja, ganz leichtes Spiel hier für Juan Bernat. Leroy Sané, glaube ich, das erste Mal gerade am Ball. Odegaard. Nein, das gibt's doch nicht, dass der da nicht mal mit der Fußspitze an den Ball kommt. Ronaldo, Bernat. Eckball, Minimum. Ja, ausgeführt vom Leroy. Ach, kommt keiner an. So, Bernat. Leroy Sané wechselt mal die Seite. Odegaard, starkes Spiel. Ist ja sowieso. Wenn er nicht diese Scheiß. Ohohoho, ja, war so gewollt. War so gewollt. Ganz genau so. Habt ihr das gesehen? Ja, schade, dass Leroy Sané kein Rechtsfuß ist. Sonst wäre das natürlich richtig schick geworden hier. Ja, Ronaldo, wie im Real Life in der Saison, trifft dann hoffentlich die entscheidenden Tore ab Champions League Halbfinale. Ja, schön von Martinez. So, Pässe nur 83%, das ist natürlich absolut unterirdisch für mich. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich nicht meinen Schalker Trio auf dem Platz habe. Oh. Oh. Kein Foul. Ja, und das hätte man gepfiffen hier. Also Darmstadt wird stärker. Neuer, stark. Anti-stark. Oh! Neuer, stark und dann kam Tom Starke. Ja. Also Darmstadt hat mich echt runtergezogen hier. Schönes, frühes, schnelles 1-0. Und seitdem ist hier. Oh, nur noch Neuer. Nur noch Neuer. Der Manu. Der Manu Neuer. So, nehmen wir das 1-0 mit in die Pause, ist hier die Frage. Ja. 0-1 aus Darmstädter Sicht. Hoffen wir mal, dass es hier noch weitergeht. Die haben mehr Ballbesitz, die haben alles mehr. Also Darmstadt macht das Spiel seit dem 1-0. Das viel zu früh
Aber ich bin froh, dass es da ist. Also war eine Riesentat von Odegaard und Griezmann. Eine Einzelaktion kann sowas eben auch entscheiden. Und außerdem bin ich ersatzgeschwächt. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob Robben vielleicht der... Ja, Robben hätte, denke ich mal, gespielt, wenn Sané nicht gesagt hätte... dass er spielen möchte. Oh, oha. So, Ronaldo ist frei, doch nicht. Das Ding kommt postwendend zurück. Und das ist ein Torwartding. Hat er. Okay, also Darmstadt macht es wie ein ganz großer. Setzt mich hier hinten fest. Ich muss kontern. Aber wenn ich den Ball bekomme, so weit wie Darmstadt aufgerückt ist, so wie jetzt. Okay, das ist doch nicht... Die gehen doch nicht volles Risiko. Griezmann wird hier rausgetrieben. Vidal. Oh, ein bisschen härter der Pass. Nase juckt. Ach, kennt ihr das, wenn die Nase auf einmal anfängt, so blitzartig zu jucken? Oha! Ah, nein, geht doch weiter. Neuer. So, komm, spiel doch mal schneller. Darmstadt haut hier die Kugel weg. So, immer mal wieder eine Standardsituation. Odegaard. Eckball. Hoffe ich doch. Nein. Schieße ich den eigenen Mann an? Hm? Schön. Schön auf Sané, stark. Ein Füßlein dazwischen. Oh, wieder ein Füßlein. Ja, dieses Spiel ist das nächste gegen die Tottenham. Die Tottenham? Oder kleine Wirbelwind. Aber das muss jetzt mal Ecke sein. Wieder Abstoß. Was macht der Junge da? Schießt immer seinen eigenen Mann an, wahrscheinlich. So, Verletzung. Hatira. So, muss ich wechseln, die Frage. Let's have a look. So, Odegaard spielt eh nicht. Ja, nehmen wir mal Hansen. Der kriegt hier für Vidal. Costa Ronaldo, damit der auch mal wieder glücklich wird. Und der Rest Fischer. Fischer für Sané. Ja, es steht nur 1-0, da sind solche Dinge natürlich. So, Ronaldo weiß, dass er raus muss. Letzte Aktion. Ja, Martinez weiß, hier muss gewechselt werden. Stark.
Na, oh, wenn das ein Trick war, war der stark. Martinez dazwischen. Hans wird auch immer stärker, also vom Spielerischen her. Ah, schade. Das wäre natürlich eine starke Aktion. Nein! Oh, gelb für Odegaard scheinbar. Martin Odegaard kriegt hier nochmal die gelbe Karte. Ich weiß gar nicht, womit, ob mit Recht, ob, aber naja. So, das nächste Spiel ist ja ein Hammerspiel. Also hier muss erstmal, das Spiel muss erstmal zu Ende gespielt werden. Ja, Sanchez, der erste Laufweg war der richtige. Oh, nochmal ein Eckball. Den hätte Martinez natürlich auch besser klären können. Hat er nicht. Oh! Holla die Waldfee. So, Hansen. Ah, schade. Aber das Ding ist hier noch nicht gegessen. Nochmal Griezmann. Ja, das war's. 1-0 Sieg in Darmstadt vor dem großen Champions League Auftakt im Achtelfinale gegen die Tottenham. Musste ich natürlich ein bisschen rotieren. Da lag's nicht. Darmstadt, ich fühlte mich runtergezogen. Boah, naja, ihr wisst ja, gegen schwache Gegner habe ich nie so wirklich. Ich brauche Gegner, die wirklich mitspielen können. Schalke war ein Riesenspiel. Gladbach war ein Riesenspiel zuletzt. Und jetzt kommt hoffentlich Tottenham auch ein Riesenspiel. Da ist Alvarez. Oha, 6 Nachrichten. Wow. So, ich trainiere hier wieder so. Ja. Yeah. Und es bringt was für Hansen. Und zwar eine ganze Menge. So, gehen wir mal ins Büro. Was haben wir denn da? PK können wir auch schon mal machen. FC Bayern motivieren. Kennen wir ja auch wie immer. Scouting Update. Brauchen wir jetzt nicht. Danke, Chef. Leroy Sané. Ja, Sané hat sich gut geschlagen. Also, wir sehen uns gegen Tottenham im Champions League Achtelfinale. Bis dahin immer gerne. Schau, tschüss und auf Wiedersehen.